Juhu, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Wir sind hier in den Sievers, oder Slums eher, Sievers kommen jetzt. Und hier gibt es giftige Kreaturen in diesen Sievers, aber die haben, ja, auch wenn wir Minusresistenzen wahrscheinlich haben oder Null, das ist kein Problem für uns. Schauen wir Defensive. Defensive. 0, ja. Auf Creel haben wir dann minus 20. Ja, die Gegner sind recht stark mit ihren Slums. Aber auch kein Problem für einen standhaften Shadow Pam. Wir machen halt viel Damage. Dann geht das Slams nicht mehr so aufs Gewicht. Wir müssen sowieso noch ein bisschen Life Leech holen. Von irgendwelchen Items. Da sind wir momentan auch nicht ganz so zäh. Conversion Trap. Das ist noch ein recht guter Trap. Für Support irgendwie. Zum Beispiel für einen Necromancer. So, und jeden dieser Slum-Teile, es gibt den Marketplace-Slum, es gibt diesen Slum, also das Slums-Ding. Sievers, also Sievers von Market Sievers. Dann gibt es Warehouse Sievers und jetzt dieser ist hier der Slum-Sieber, oder? Ja, Slum-Sieber. Und die drei haben jemals so ein Teil. So eine wie sagt man denn? Ja. Boost halt. ja, und die gehört zu einer Quest, wo man dann nochmal seinen Skillpunkt verdienen kann. Dann holen wir die auch. Und jetzt können wir gleich weiter, weil es nur einen pro Sieve gibt. Aber der Eingang ist irgendwie nicht hier. Wir sind gekommen, um ihn zu holen. Den großen Weltpokal. So, 30. Ja. Noch ein Level, dann haben wir die Haste-Aura. Und dann geht er ab. Dann geht er ab. Gott, oh Gott. Hallo, du mit dem wilden Leder. Zeig mal den Schrein. Danke, jetzt habe ich die Bonusse. Gott, was ist denn das? Stinking-Kreatur. Das sind unsere Skelette. Ich dachte schon, ein besonderer Gegner ist hier. Aber wir bekommen jetzt ganz viele von diesen Teilen. Und hier ist noch eine Viper-Head. Aber diese Skelette machen irgendwie immer nichts. Ist viel zu langsam. So, und hier haben wir die zweite Büste. Genau, Büste heißen sie. Oh. Diese deutschen Wörter kenne ich nicht immer. Da ich ja Schweizer bin, wir reden nicht von Büsten. Wir reden von Statuen. Wir haben das Wort gar nicht. So. Hallo.
Ja, ich habe recht viele deutsche Verwandte, die sind aber in, ja, die sind nur dorthin gezogen. Ich habe keine deutschen Verwandte, die richtig deutsch sind. Und die leben einfach nur in Deutschland. Und ja, ich gehe nicht dorthin. Weil sie auch nicht so die Verwandten sind, wo ich Kontakt habe. Zum Beispiel meine Schwester sein Götti. Der wohnt da. Und natürlich die Mutter von ihm. Also die, ich sag mal, der Tante von meiner Großmutter. So. Hier sind nicht mehr so starke Gegner. Dafür gibt es sehr viele Rares. So, hier können wir eigentlich durchlaufen. Hier gibt es nichts Gescheites. Dann laufen wir einfach nach Norden. Wir müssen immer nach Norden. So, noch eine. Oh Gott. Diese Rare-Gegner nerven langsam. Wir bekommen recht viel Mana über durch die Tode der Gegner. Aber eben weil das Krematorium so zäh ist, haben wir natürlich nicht so viele Tötungen und bekommen auch nicht mehr so viel Mana dort. Und hier ist zum Beispiel nochmals eine Wall-Area. Oh nein, Gift. Keine. Nein, das möchte ich nicht. Keine Chance, da gehe ich nicht rein. Ich will immer die öffnen, aber es ist nie irgendwas drin. Ach, Menno. Wir gehen durch das Warenhaus zu den Schlangen am Wegesrand und verficken sie. Nufilir, nochmals einen neuen Zusatzding, Boni, Wahlboni Teil da. Also müssen wir nochmals weiter nach rechts. Ja, lass es, lass es, lass es. Okay, da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Wir haben uns verlaufen, 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 verlaufen. Gott, Gott. Geht weg. So sieht es aus, wenn man YouTuber ist. Die Fans kommen auf einen zu und versperren den Weg. Ja. Wenn ich dann mal berühmt bin, was ist denn, wenn ich so in solche Events gehe? Da, YouTube-Events, wenn ich dann einfach geschmust und denke, oh, ich hoffe es nicht. Aber ja, nimm mal nicht so sein. So, aha, links neben der Wahlarena. So, jetzt kommen wir beim Marketplace an. Oder einfach Ware District. Und da hat ja einen Statuenboss.
So, die Statue weg, erwachen zum Leben und greifen einem an. Und so ein Boss, aber die sind recht zäh. Und so ein Boss macht extrem viel Damage, auch mit dem Skill, den wir haben, Lightning Strike. Für einen frieren können sie auch noch. Oh Gottchen. Aber wir müssen hier alles erkunden, weil wir zwei Sachen brauchen. Einmal eine Statuette und zweitens noch ein irgendwas. Auch eine Statuette oder so. So. Hier haben wir noch eine Massive Carrion Queen. Die sind meistens alleine, weil sie halt fett sind. Eine Lightning Trap und hier haben wir nochmals eine gelbe Queen. Oh Gottchen. So, haben wir halt einen Shadow rausgenommen, weil ich keinen Mana hatte. Ja, hier ist nicht so viel los. Es ist immer eigentlich nach dem Boss in dieser Arena. So, Carrion Queen. Töten wir. Easy. Easy Mode. Bäh. Wie viel Leben haben wir? Ja, noch nicht so viel. Wir sollten schon noch ein bisschen Leben holen. Wir haben ja bald die Punkte vom Templar. Die sind recht stark. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen sehr, haben dort noch Elemental Resistance. Aber ein bisschen weiter oben leider. Mal schauen, ob wir das nehmen. Wäre schon wichtig. Aber eben alles nach der Reihe. Ja, wir sind Level 31. Gleich. Dann können wir gleich mal die Haste holen. Hier laufen wir einfach durch. Der macht so viel Damage. Da ist er. Seht ihr? Lightning Strike. Nicht gut. Peng. So, sehr schön. Jetzt haben wir gleich die Life Nuts und die Damage Nuts. Ah, Elemental Damage. Sodeli. Nichts Gescheites. Nichts Gescheites. Nichts Gescheites. Auch nichts. Langweilig. Langweilig. Nicht das. So. Ja, toll, alles voll. Jo, was haben wir hier? Ah, Willing Blades, genau. Wir brauchen Haste. Haste, 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 Haste. Haben wir einen Haste? Hier muss doch irgendwo ein Haste sein. Wie sieht denn Haste aus? So. Level 6, Level 11. Ich mache aber ein Level 1. Was ist denn das? Blood Rage. Ja, was soll man dazu sagen, wenn es nur Level 6 gibt? Oh.
da. Level 4er. Viper Strike. Level 7. Ich habe die alle schon ein bisschen gelevelt. Level 3er. Den können wir mal zurückstufen. Und nein, wir warten auf Haste, bis wir ihn bekommen, oder? Wir bekommen doch den recht schnell. Bald. Hier noch nicht. Smokeman, Enfeeble, Frostwart, Dishark, Convasion, Explosions-Arrow, Lagnison. Nehmen wir Explosions-Arrow. Und hier. Ah, nichts. Ja, müssen wir ihn zurückstufen. Nehmen wir den Dreier, stufen ihn zurück. Ja, wir haben gleich zwei. Sehr schön. Jetzt müssen wir den zuerst splitten. So. Und jetzt. Ja, die finden wir nachher später dann in Mengen. Und wir haben endlich Haste. Sehr schön. Yeah, jetzt geht's ab. Ah, die ist tot. So, hier haben wir auch eine Wahlarena. Die werden recht häufig in diesem Akt 3. Ja, sicher, Bosse noch stärker. Nein, danke. Gott, oh Gott, wir werden nur noch geflamed. Nur noch genervt. Von diesen Wahlarenen. Ja, die werden heftig. So, ein Wegpunkt, gut. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo der Ding ist. Der Eingang zu den Sivus. Einen Langstab. Naja. Ah ja, so ein Livestream hat auch gute Sachen zum Let's Play fördern. Wir machen dann einfach neue Charaktere im Livestream und können sie dann weitermachen im gleichen Ort wie zum Beispiel dieser Charakter. Also ich level ihn hoch auf Level 30 und dann können wir mit dem anderen Charakter einfach weitermachen. Hat doch auch etwas Gutes. Und seht die andere Charakter noch. Also wenn wir jetzt mit dem Charakter nicht mehr weiterkommen, weil er zum Beispiel zu wenig zäh ist, dann machen wir einen anderen Charakter. Da habe ich auch ein bisschen mehr Motivation durch den Livestream, kann mit euch plaudern und. Ja, und wo ist jetzt dieser Teil? Oder erscheint die erst später, wenn wir die Quest haben? Aber die Sivus brauche ich auch. Ah, die Sivus sind dort. Ja, toll. Dann gehen wir in den Sivus. Da. Ja, mit Might Flay haben wir dann auch mehr Schaden. Mit den zwei Dolchen, Unique Dolchen. Ich hoffe, das bekommen wir noch vor Petey. Und sie das zweite Mal gegen uns antritt. Und uns maßlos unterschätzt. Was will sie sowas von bereuen? So, Oblivion Clash. Du bist down. Und natürlich haben wir zu wenig Mana durch den Haste Spell. Eieieiei.
Hier ist nichts. Ah, diese Giftteile, die nerven. Und die auch mit dem Discharge. Wenn so eine Explosion kommt, das ist Discharge. Und hat extremen Damage-Output. Zum guten Glück können die keine Dinge holen. Also die können schon bekommen von diesen Aufladungen. Also zum Beispiel Frenzy ist eine Aufladung. Power Strike ist eine Aufladung. Und wie heißt das andere? End-Range Charge, genau. Und ja, die haben schon viel Damage, wenn man die kombiniert. So, haben wir es. Immer um diese Steine sind recht viele Legendary und nicht Legendary. Champions und Elite-Gegner. Die Schaden machen. Zum Beispiel, das war jetzt eine Explosion, die war Elemental Blitz. Und dann gibt es zum Beispiel noch Eis- und Feuerexplosionen, je nachdem, welche Charge wir haben. Die Farbe zeigt an, welches Element. Also Endrange Charge ist rot, Feuer, Blitz ist Ding. Oder ist Blau Blitz. Und Eis ist. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie die Charge Charakter gemacht. So, wir haben erkundet. Ich will noch kurz schauen, was die Flügel. Ah, es gibt sogar noch mehr Flügel. Ah, das ist eine Bandana. Serpent Wings gibt's. Da die Tentakel Wings, die sind extrem schrecklich. Das 350 sind das 35 Franken, 35 Euro oder 3,50 Euro. Nein, 35 Euro. Oh Gott, sind die teuer. Shit. Ja, da bekommt man ja schon fast das Ausgebergehen, wird man auch süchtig. Ich habe eine Ablehnung zu süchtig machenden Sachen. Eine generelle Ablehnung. So, ja, live. Wir haben live. Wir haben live. Das nächste Mal machen wir Damage, dann live hier. Und dann gehen wir hier rüber auf Catalyze. Ja, was ist jetzt? Wir haben ja die Büsten. Ah, haben wir die schon ab... Ah, ja, klar, wir haben sie abgegeben. Ja, schneller als ich dachte. So, nächste Quest. Nächste Quest. Ja, die zwei. Die können wir nicht lösen. Die können nicht lösen. Aber die... Dann gehen wir weiter zu den Schlachtfeldern. Da kämpfen die ja, die Bösen gegen die Flaggen. Die Flaggenteile von der Frau, die wir dann kennenlernen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Nicht mehr, wie sie heißt. Aber wo ist das grüne Zeugs? Ich dachte, das grüne Zeugs ist hier irgendwo. So eine Truhe oder was das ist. Vielleicht weiter unten dort. Gehen wir mal kurz weiter nach unten. Schade. Ja, vielleicht kommt sie dann später. Diese Mission. Also.
Ja, die müsst ihr eigentlich zuerst töten, diese scheiß Mages. Weil die haben, machen Schutzschild, Blitzschild und die, das macht sehr viel Damage bei diesen übrigens. Aber an einem selber machen diese Blitzschilde nicht. Tempest Shield heißt sie, glaube ich. Weg damit. Wir saufen viel blaues Blut. Hätten wir jetzt zu einem Adel. Was ist denn das für ein Soundfehler? Wir müssen noch kurz... Oh Gott, ist das laut. Wir müssen noch kurz hier runter. Hier ist der Boss von dieser Area. Hier irgendwo. Hier ist er schon. Aurelianus. So, und er hat einen Ribbon Spool. So, ich denke, das reicht für heute mit der Aufnahme. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir dann Richtung Docks gehen und dann in den Tempel rein. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaut bitte auch das nächste Mal wieder rein. Und ja, danke schön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye.